Schönen guten Tag, lieber Zuschauer. Mein Name ist Joscha Golomek-Thun. Ich bin der Gründer von Vitamin Erfolg und Investment Erfolg. Und heute habe ich meinen Interviewgast dabei, den Dr. Akuma Sanyinbom. Und zwar, du bist Keynote Speaker und Motivationstrainer und promovierter Naturwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Molekularbiotechnologie. Und nun verbindest du die Naturwissenschaften mit der Persönlichkeitsentwicklung und betrachtest das Ganze aus der Sicht der Quantenphysik und der Epigenetik. Das ist korrekt. Wow, was für Wörter. Und diese Erkenntnisse hast du in deinem Amazon-Bestseller Mach was draus zusammengefasst. Herzlich willkommen. Dann fangen wir mal an. Danke, lieber Joscha, sehr gerne, dass ich bei dir sein darf. Sehr gerne. Große Freude. Ja, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, von dem Bereich der Naturwissenschaften jetzt in die Branche des Motivationstrainers zu wechseln? Ja, es war ein sehr langer Weg. Ich mache es kurz. Ich habe in Darmstadt studiert, Bachelor gemacht und dann später meinen Master an die TU München gemacht und dann promoviert an die Uni Duisburg-Essen im Bereich der molekularen Biotechnologie, Protein-Eiweiß-Forschung. Und während dieser Zeit und nach meiner Promotion geht schon los. Ich wusste, dass ich nicht im Labor bleiben möchte mein Leben lang mit weißem Kittel. Und ich wusste auch nicht, was ich mein Leben dann machen möchte. So, das war die Selbstfindung. Und dann nach meiner Promotion habe ich dann eine Stelle gefunden in der Industrie. Sie wollten jemanden, einen Akademiker haben, der fungieren soll zwischen der Industrie und der Forschung. Das heißt, wir können die Grundlagenforschung, Erkenntnisse kommerzialisiert werden. Mein Bereich war dann die sinnvolle Nutzung von Abfall, Bioabfällen, anhand mittels Biotechnologien oder ja Methoden. Das war auch sehr gut, war auch eine sehr schöne Arbeit, aber ich war nicht erfüllt. Ich wusste, ich kann viel mehr machen mit mir selber, mit meinem Wissen. Und diese Arbeit wusste ich, dass ich das nicht in meinem Leben lang machen möchte. Und die Frage ist jetzt, was denn? Was will ich denn machen? Da fing dann wirklich die Persönlichkeitsentwicklung an bei mir an. So bin ich dann in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung reingerutscht und dann habe ich angefangen, mit Büchern in diesem Bereich auseinanderzusetzen, Seminaren zu gehen, mit Leuten zu sprechen, Events zu gehen. Damals, vor 4 Jahren, das Thema Podcast war nicht so ein Hype wie jetzt, weil ich höre auch momentan sehr viel Podcasts diesbezüglich, es hilft ungemein. Und im Zuge meiner Selbstfindung bin ich dann zu dem Erkenntnis gekommen, dass die Persönlichkeitsentwicklung mit der Wissenschaft dann sehr vereinbar ist. Und das war auch sehr gut. Ich dachte, okay, ich habe ein Grundwissen als Wissenschaftler und die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Thema, das jeden Mensch betrifft, weil Persönlichkeitsentwicklung ist persönlich. Das heißt, du kannst mit jedem Person damit anfangen. Und die Frage ist, okay, wie kann ich jetzt da ein Leben draus machen? Dann kommt die Eingebung, sei ein Speaker, sei ein Motivationstrainer. Weil als Speaker, du hast eine größere Bühne, mehrere Menschen sind vor dir, du inspirierst die mit deiner Botschaft und dann, sie nehmen das auf und sind dann Multiplikatoren dann. Die gehen auch weiter, so geht es in die Welt. Und so bin ich dann dazu gekommen für diese Arbeit und das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe das nie bereut. Ja. Danke für die Zusammenfassung. Ja, das sieht man auch bei deinen anderen Interviews und in den Videos, die du auch produzierst, merkt man, dass du da richtig Feuer für hast. Wo wir schon beim Thema Motivationstrainer sind, was ist denn deine Definition von Motivation? Was ist eigentlich Motivation? Das ist eine sehr gute Frage, die ich immer zum Hören bekomme. Motivation, ich sage Folgendes dazu. Eigentlich das Wort Motivationstrainer ist eine Missnummer oder Motivational Speaker im Englischen. Wir eigentlich sind Inspirationstrainer, weil wir geben die Inspiration. Inspiration ist extrinsisch, es kommt von draußen, aber die Motivation ist intrinsisch. Es muss von uns selber kommen. Das heißt, wir brauchen eine Inspiration, um motiviert zu sein. Intrinsisch. Das heißt, Motivation bringt dich im Gang und mit Disziplin bleibst du im Gang. Das heißt, kurz zusammengefasst, Motivation ist intrinsisch und Inspiration ist extrinsisch, das wir machen. Ja. Die jetzigen Motivationstrainer sind eigentlich Inspirationstrainer, ja. In meiner Definition. Also
Okay, das heißt, du inspirierst die Leute in sich selbst quasi die innere Motivation freizuschalten. Eben, korrekt. Also die ist schon irgendwo da, eine bestimmte Richtung ist da, die Motivation ist in eine bestimmte Richtung da und ihr entfacht das Feuer für die intrinsische Motivation der Teilnehmer. Ja, weil diese Motivation kann nur von den Menschen kommen. Ja. Und diese Person, ja, von dem selbst, er oder sie muss die Entscheidung treffen. Aber manchmal braucht man einen Kick auch in den Arsch auch manchmal. Ja, das stimmt. Sehr wichtig, ich kenne das aber von mir. Da passt das ja eigentlich in dem Zusammenhang eigentlich schon sehr gut, dass die Frage, weil das ist ja jetzt auch ein weiterer Punkt der Motivation irgendwo. Also was ist denn aus deiner Sicht einer der Hauptgründe, warum man sich überhaupt mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen sollte? Also Motivation hat ja auch was mit der Persönlichkeit zu tun. Auf jeden Fall. Intrinsisch heißt persönlich, oder? Jetzt kommt von dir. Warum sollen wir mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen? Das ist eine sehr gute Frage. Wie am Anfang gesagt, ich habe angefangen, ich war traurig bei meiner Arbeit. Es hat nichts mit der Arbeit zu tun, weil manchmal wir suchen immer Fehler von außen, obwohl die Fehler manchmal bei uns selber oder das Problem bei uns selber liegen. Und wir sind auch das Gute dabei, wir sind auch unsere eigenen Probleme und auch unsere eigenen Lösungen auch. Und wenn du anfängst mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, es ist das Beste, weil du fängst schon dich zu kennen. Weil wir kennen uns nicht und wir behaupten, dass wir uns kennen. Und wenn du dich kennst, nur wenn du dich kennst, kannst du dich auch nicht wachsen. Ja? Und der Punkt ist, wenn deine innere Welt anfängt zu ändern, du siehst schon die Erfolge, dann automatisch verändert sich auch deine äußere Welt. Nicht nur für dich. Das heißt, die eigene Persönlichkeitsentwicklung ist eine Win-Win. Für dich und auch für die Menschen in deinem Umfeld. Ja. Weil sie sehen, dass etwas mit dir passiert. Etwas mit dir passiert und es ist auch was Schönes. Ja. Und sie sind auch neugierig. Sie wollen was gucken. Was ist mit dem da los? Das ist und ja meistens ein Mehrwert auch für die anderen Menschen, wenn wir selber auch unsere Gedankenmuster einfach ein wenig drehen und die Sachen aus einer anderen Perspektive meistens betrachten. Oder? Auf jeden Fall. Dann zu der Law of Attraction ziehen wir meistens das dann auch an, dass die Leute sich auch anders verhalten. So ist es. Deswegen ist die Persönlichkeit so wichtig, dass jeder früher, aber es ist nur eine Sache der Zeit, entweder in diesem Leben oder in einem anderen Leben, dass jemand wirklich anfängt, gründlich Gedanken über sein Leben zu machen. Und dann, wenn er wirklich den Klick da stattgefunden hat, dann fängt man erstmal mit sich. Weil die Lösungen sind in dir. Ja. Und nur du bist deine eigene Lösung. Ja, das stimmt. Und von außen, Leute wie wir, unter anderem deine Eltern, Familie, Freunde, keine Ahnung, die können nur Begleiter sein. Aber am Ende, du musst die Arbeit machen. Zum Beispiel einer meiner Mentoren, Jim Rohn, er lebt nicht mehr, ist auch ein Motivationsphilosoph, den viele Menschen auch geholfen haben in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Er hat gesagt, keiner kann deine Push-Offs für dich machen. Nur du kannst deine Push-Offs machen. Du kannst einen Personal Trainer beauftragen, dich irgendwas zu zeigen, aber am Ende, nur du gehst auf den Boden und machst deine Push-Offs. Keiner mag das für dich. Nee. Ja, aber ist auch eine gute Arbeit, wenn du weißt, warum du die Arbeit machst. Deswegen Friedrich Nietzsche, ein deutscher Philosoph, gesagt, wenn du dein Warum weißt, denn das Wie ist egal. Aber wenn du wirklich für was brennst und du weißt, warum du das machst, dann das Wie ist egal. Du bist bereit, das Wie anzugehen. Ja, genau. Und das Gute dabei ist, wie du hast schon aber the Law of Attraction genannt oder das Gesetz der Anziehung, das Wie ist nie unser Problem, weil laut Gesetz der Anziehung, es wird dir Menschen, Ereignisse, Bedingungen und Umstände, die du gar nicht vorstellen kannst, in deinem Leben so bringen und du brauchst nur zum Handeln. Weil das Gesetz der Anziehung, warum viele Menschen auch dabei missverstehen, sie denken, Du brauchst nichts zu tun. Nein, du musst auch was tun, aber es ist ein müheloses Tun. Weil das Law of Attraction, es bringt dir Dinge zu dir, Menschen, Ereignisse. Aber durch dein Handeln nimmst du in Besitz. Das heißt, du musst es machen. Egal wie winzig es ist, aber du musst handeln. Weil Attraction,
wenn du das Wort Attraction siehst, am Ende steht es am Action. Ja. Attraction heißt Action. Man attract die Aktion eigentlich, die man in dem Moment umsetzt. Ja, genau, aber ich habe eine schöne Aktion. Ja. Eine Aktion, die dir Spaß macht. Macht es auch sehr gerne. In dem Zusammenhang wollte ich mir noch spontan weitere Frage stellen. Und zwar ging ja um das Thema, warum soll man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen? Du meintest ja, wir müssen uns ja damit beschäftigen, intrinsisch auch. Oder auch in uns selbst reingucken und uns selbst kennenlernen. Was würdest du denn sagen? Ist auch eine Win-Win, auch für dich und auch für dein Umfeld. Ja, klar, aber wie würdest du sagen, weil viele Menschen nehmen sich ja gar nicht die Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wir sind jetzt von Social Media umgeben, wir sind, haben so viele Sachen, um uns abzulenken, Netflix, alles Mögliche. Wie? Die Leute brauchen ja irgendwie einen Freiraum, um überhaupt auch Zeit sich zu nehmen, in ihrem eigenen Kopf sich ein bisschen auch mit den negativen Emotionen und alles mal zu beschäftigen, weil wir drängen das ja immer so viel weg. Hast du da vielleicht so ein paar Handlungsideen, wie jemand, der jetzt vielleicht so Angst auch vor seinen eigenen Emotionen oder seiner inneren Entwicklung hat, wie der überhaupt anfangen kann, sich mit sich selbst und seiner Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen? Die Frage ist, warum hat die Person dann Angst, damit anzufangen? Ja. Das ist erstmal diese Person erstmal mit sich stellen, weil das ist auch die Grundarbeit. Das heißt, ich kann auch jedem empfehlen, wie es bei mir. Das heißt, manchmal bei vielen Menschen, die können mich auch bestätigen, es ist manchmal der Weg des Leidens. Ja. Wenn du genug gelitten hast, dann du hast keinen Bock mehr. Ja. Das heißt, das Leid ist so groß als die Veränderung. Ja. Dann bist du bereit, die Veränderung zu machen. Aber die Frage ist, wenn einer kann sagen, okay, mein Leid ist noch niedrig, um mich zu verändern. Ja, und dann der Punkt ist, was wir machen können, du auch, ich, egal wer, was wir machen, diesen Menschen zu unterstützen, damit sie wirklich anfangen, mit sich zu beschäftigen und auch das Beste von sich zu machen, dass sie können ein Vorbild sein. Wie Mahatma Gandhi gesagt hat, sei die Veränderung, die du dir in die Welt wünschst. Weil wenn diese Menschen auf dich schauen, auf uns schauen und sagen, oh, etwas mit dem Positiven passiert, dann bist du auch eine Inspiration für die. Dann ist auch ein guter Klick auch im Kopf. Dann sagen, okay, ich möchte auch wie den auch sein. Ja. Und dann kann man auch die eigene Persönlichkeit in diesen Menschen auch auslösen. Wenn sie noch nicht genug gelitten hat. Bei mir, ich hatte genug gelitten, ja. Und ich habe es einfach dann angefangen zu machen. Ja. Ja, an so einem Punkt war ich tatsächlich auch und deswegen habe ich auch das Ganze hier mitgegründet. Ja. Und ja, ich weiß ganz genau, was du da meinst. Es ist menschlich. Auch, ja, ich habe das auch gemerkt. Also es war früher ein richtig massiver Punkt, wo ich viel ins Handeln gekommen bin. Ich habe es aber danach gemerkt, dass sich das Leben verbessert hat tatsächlich. Und dann kam immer mal wieder so Unzufriedenheiten, aber die war nicht so stark wie damals. Und dann merkt man, dass dann nicht gleich sofort der Push kommt und dass du dann tatsächlich mehr Disziplin brauchst, deine alten Gewohnheiten aufrechtzuerhalten, wenn du nämlich dann in Richtung Zufriedenheit gehst. Wenn du Disziplin in Richtung Zufriedenheit gehst, dann denkst du so, oh ja, ich habe ja mein Ziel. Ja, schon, aber Disziplin ist sehr wichtig. Ohne Disziplin, ja. Mit so viel Motivation und Inspiration, aber Disziplin, wie gesagt, ja. Mit Disziplin, du bleibst im Gang. Ja. Mit Disziplin, und ja, Moment, und Disziplin heißt auch, du gibst dir selber einen Befehl, ja. Und du hörst auch selber auf den Befehl. Das ist Disziplin. Du sagst, ich mag das nicht, und dann du hörst auch auf, was du gesagt hast. Das ist Disziplin. Ja, danke für die Ausführungen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Dann wollte ich mich mal erkundigen, und zwar, was sind denn deine Haupterkenntnisse, die du aus der Verbindung der Quantenphysik und der Epigenetik für die Persönlichkeitsentwicklung gewinnen konntest? Ja, das sind sehr zwei große Bereiche, die Quantenphysik und die Epigenetik, die auch Bestandteile meiner Keynote, das heißt meine Vorträge. Ich sag mal so, die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Was heißt das? Die Quantenphysik sagt, alles ist möglich. Ich möchte nicht in die Tiefe gehen, weil wenn wir ganz tief im Atom gehen, sagt man, sie bestehen aus Elektronen und Protonen, diese subatomaren Teilchen. Und die Frage, und was die Quantenphysik sagt, dass dass die Aufenthalt eines Elektrons ist
der Konflikt sagt, das Elektron kann überall sein, ja, im Atom. Es ist nur lokalisiert, wenn es beobachtet wurde von dem Experimenter. Die Frage ist, wenn es überall sein kann, nur mit Beobachtung, dann ist lokalisiert, es heißt, alles ist möglich. Warum sage ich das? Weil, wenn wir unter den Prämissen arbeiten, dass wir alle bestehen aus Elektronen und Atomen, oder? Das heißt, du kannst auch überall sein. Ja, ja, es ist so. Zum Beispiel, du bist nur eine Zusammenfassung oder ein Gestalt von mehreren Elektronen. Ja. Ich auch. Und ich sehe dich jetzt nur, weil du interagierst mit der physikalischen Welt. Ja. Deswegen bist du jetzt ein Teilchen. Mhm. Angenommen, dass wir dich oder ich in einem Vakuum stellen könnten. Ja, ein Vakuum ist ein Ort, wo es gibt keinerlei Interaktion mit der physikalischen Welt, dann du bist wirklich eine Welle. Weil die Quantenphysik spricht von dem Wellenteilchen-Dualismus. Elektron kann sein Welle, Welle heißt, es kann überall sein, und Teilchen, wenn es lokalisiert wurde, beobachtet wurde. Das heißt, in einem Vakuum du bist eine Welle. Und wo ist eine Welle? Eine Welle kann überall sein. Wir haben nie eine Welle gesehen. Wenn du im See, im Wasser schaust, wenn diese Dinge da hoch und runter geht, das Wasser hoch und runter geht, das ist, man sagt Welle, nein, das ist die Wirkung von Welle. Aber die Welle an sich ist unsichtbar. Mhm. Ja? Was ich damit sagen möchte, das heißt, eine Welle kann überall sein, du bist Spirit. Spirit ist überall. Konkret gesagt, was die Quantenphysik sagt, ich wiederhole, das alles ist möglich. Und wie kannst du jetzt dieses Erkenntnis, dass alles möglich ist, um dein Potenzial zu entfalten, um dich persönlich weiterzuentwickeln, heißt, du sollst einen Geist, einen Gedanke haben, der für alles offen und an nichts gebunden ist. Ja. Weil, wenn alles möglich ist, das heißt, es ist unendlich. Guck mal, das Universum, es ist unendlich. Ja. Wir wissen gar nicht, dass wir nicht wissen. Das ist die höchste Stufe von Unbewusstheit, darstellen von unbewusster Inkompetenz. Und nur mit einem offenen Geist, dieser Bereitschaft zu lernen, Fragen zu stellen, mir zuzuhören. Warum hat Gott uns zwei Ohren genommen und einen Mund? Zwei Stunden Zeit zuhören als sprechen. Und nur so kann dein Potenzial entfalten. Nur so ziehst du Dinge in deinem Leben an. Nur so unterstützt dich das Gesetz der Anziehung, Dinge in deinem Leben anzuziehen, weil es ist unendlich. Das heißt, und durch ein offener Geist, ja, wenn du dein Bewusstsein oder dein Awareness expandierst, dann du wirst es merken, was für Potenziale dir auf den Füßen liegen, ja, die du greifen kannst, um voranzukommen. Das heißt ja auch, unsere Gedanken sind ja auch eine Form von Energie. Auf jeden Fall. Eine Form von Welle, die eine gegen Welle anzieht. Gedanken wieder anziehen. Korrekt. Gedanken sind Wellen. Ja. Und es gibt eine Gleichung zwischen Welle und Energie. Ja. Laut Einstein. Und das ist ja im Endeffekt dann auch so, wenn wir die Qualität unserer inneren Persönlichkeitsentwicklung verändern, im Endeffekt, dass wir dadurch auch die Frequenz oder die Energie verändern, oder auch die, also wenn wir auch Motivation erschaffen, auf jeden Fall. Frequenz, welche wieder eine andere Gegenfrequenz anzieht. Ja, klar, gleiche Frequenz, weil gleich sich gleich an. Ja. Was du aussendest, bekommst du auch zurück. Also deswegen ist ja negative Vorstellungskraft ja auch meistens genau das anzieht, was man so vorstellt. Deswegen Leute, die immer so negativ sind, immer am Rumnorgeln, sie, ja, wundern sich, weil sie ziehen das an. Sie, ja, bekommen auch Menschen in ihrem Leben, die dich irgendwie nerven oder ärgern, damit sie immer rumnorgeln und negativ bleiben. Und das Gleiche gilt auch, wenn du positiv bist, dann du ziehst auch einfach positive Menschen. Menschen, die lächeln, Leute, die das Beste in dir sehen und dich auch voranbringen. Das ist ja auch genau das Thema, wo du ja auch meintest, dass es zum Thema Offenheit und Geist geht. Wenn nur durch diese Offenheit, durch diese Energiefrequenz, ist es ja auch erst möglich, dies vielleicht auch für einen bis dato noch unmöglich vorzustellen, dass man da irgendwo ankommt, überhaupt erst zu realisieren, wenn der Geist sich langsam dafür öffnet, dass sowas möglich wäre. Wir können also eigentlich nur das erreichen, was wir vorstellen. Ja, das ist die Quantenphysik noch kurz angekratzt. Das gehe ich immer tiefer in meinen Seminaren und auch bei meinen Keynotes. Ja, andere Teil meiner Arbeit, inwieweit ich die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung von der Epigenetik. Epi kommt vom Griechischen, heißt drauf.
oben. Das heißt, Epi, da sind zwei, Epigenetik sind zwei Worte. Epi und Genetik, das heißt, über die Genetik. Mhm. Und das heißt, dass unsere Gene machen gar nichts. Aber wie wir was denken, man spricht von Socio-Epigenetik, das heißt, dein Denken beeinflusst auch, wie deine Gene gelesen werden zu Eiweiß. Am Ende machen die Eiweiß alle Arbeit, nicht die Gene. Die Gene sind nicht statisch. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn wir sprechen, da sind Muskeln da im Spiel. Wenn du isst, Enzyme für die Verdauung. Wenn du krank bist oder unser Immunsystem, Antikörper ist alles Eiweiß. In der Arbeit machen die Arbeit. Wenn du gestresst bist, Cortisol ist ein Hormon. Aber um diesen Hormon zu produzieren im Körper, der Körper braucht auch Enzyme. Und wenn du auch glücklich bist, mit Endorphine oder alles, ist alles eine reine Eiweißgeschichte dahinter und es basiert sich auf die Gene. Das heißt, welche Signale durch deine Gedankenkraft und wie du dein Leben lebst, sagt dein Umfeld. Das heißt, Umfeld heißt dein soziales Umfeld und auch deine Ernährung ist auch wichtig. Und auch Bewegung, wie du sportlich unterwegs. Alle diese äußerlichen Dinge, die wir als Epigenetik, diesen Epifaktor, beeinflusst auch den genetischen Faktor in das Leben. Das heißt, letztendlich, wir sind kein Opfer unserer Gene, weil viele Leute behaupten und denken, dass, ich habe typische Gene für Apps, meine Eltern und so, das stimmt nicht. Ja, du hast die Prädisposition für irgendeine Krankheit. Das heißt, wenn irgendwie Alzheimer oder eine Multiple Sklerose in der Familie liegt oder Krebs, es heißt lange nicht, dass du das bekommst. Durch dein Verhalten und wie du deine Umwelt immer interagierst, du kannst deine eigenen Gene so gestalten, dass du krank machenden Gene stilllegen und gesundheitsvollen Gene aktivieren, damit du lang und gesund lebst. Das ist alles die Geschichte, die wir selber zu uns erzählen und wie wir unser Leben leben. Das ist die Epigenetik. Das ist auch sehr, sehr befreiend. Das ist interessant. Also zusammengefasst heißt das im Endeffekt auch, dass wir jetzt auch jetzt die Möglichkeit haben, durch das, was wir tun, durch das, was wir denken, durch die... Vor allem Denken ist sehr wichtig. Ja, und durch die Emotionen, die wir durch unser Denken und durch unser Innenleben eigentlich auslösen, unsere Gene beeinflussen können. Weil die Gene machen gar nichts, ich wiederhole. Ich sage immer so mit dem Beispiel mit einem Architekten. Wenn du einen Bauplan, die Gene sind nur einen Bauplan, wenn du denselben Bauplan an 4 verschiedene Architekten gibst, die werden dir 4 Häuser bauen. Woran hängt das? Das ist das Beispiel. Ist ein Kochbuch, unser Gene sind das Kochbuch. Aber hast du schon mal ein Kochbuch gesehen, das kocht? Ja. Nee, oder? Und wer kocht denn? Du, ich. Ja. Du liest ein Kochbuch und kochst. Und genauso, das heißt, wir kochen unserem Leben. Ob er sauer wird, süß wird, bitter, du entscheidest. Wenn das Kochbuch sagt, nur ein klein bisschen Salz und so und so, und wenn du noch viel Salz reinkommst, wird sauer und dann ist das Essen scheiße. Und so ist auch unserem Leben. Wir bestimmen das, nicht unser Gene. Das Kochbuch guckt das Essen nicht. Und den Bauplan baut das auch nicht. Hast du schon einen Bauplan gesehen, der ein Haus gebaut hat? Nee, bis jetzt nicht. Also von alleine passiert erstmal nichts. Siehst du? Okay. Und das ist Epigenetik sehr wichtig. Auch einige der Gründe, warum ich die klassische Wissenschaft verlassen habe. Und auch dieses Wissen, es ist so fundamental. Ja. An die Macht zu bringen. Es ist noch nicht Mainstream und einige von uns sind jetzt die Leute, die das Wissen an die Menschheit bringen können. Damit die Menschen letztendlich wissen, wie mächtig sie sind und wie sie volle Kontrolle über ihr Leben haben und das Leben zu leben, was sie sich gewünscht haben. Ja, vielen Dank für deine Arbeit in dem Bereich. Ja, dann ist das eine super Überleitung zur nächsten Frage. Welche Veränderungen möchtest du denn damit in der Welt darstellen? Also was kann die Persönlichkeitsentwicklung für die Welt, Veränderung und vielleicht auch für das Seelenwohl der Menschen? Hab ich gerade gesagt, das heißt, die Entwicklung ist erstmal, was meine Arbeit macht, was ich damit verändern möchte oder betreten möchte, ist einfach Menschen zu inspirieren, Menschen Mut machen, Menschen sagen, du kannst das, du bist toll, du bist ein Original, du bist keine Kopie. Ja, wir sind gekommen mit so vielen Gaben und Talenten, die wir mit der Welt teilen möchten, um das Vorankommen des Universums zu beschleunigen. Ist sehr wichtig, das ist auch, als Speaker sehe ich mich, dass ich vor einer Bühne stehe, vor mehreren Menschen, und dann die Menschen nehmen diese Botschaft auf
und dann sie wirken als Multiplikatoren und dann weitergeben, damit er so viele Menschen erreicht. Weil viele Menschen leben in freiwilligen Gefängnissen. Sie wissen nicht, dass sie jederzeit die Macht haben, die Tür aufzumachen und sich zu befreien. Das ist mein Legacy. Das ist meine Erbe. Deswegen mache ich diese Arbeit mit viel Spaß und Erlangen. Vielen Dank. Ganz guten Dank. Danke, dass du dabei warst. Auch an alle Zuschauer. Ich hoffe, ihr konntet da viel mitnehmen. Und ja, schaut mal auf seiner Webseite vorbei. Und drsanigung.com. Genau, das werde ich auch nochmal einblenden. Und ja, lest euch unbedingt in seinen Amazon-Bestseller ein. Mach was draus. Ja, ist ein Buch, das ich auch jedem empfehle, weil es ist so viele wundervolle Weisheiten. Ich lese das Buch auch so oft, wenn es mir auch schlecht geht, damit ich auch selber meine eigene Motivation. Hallo, jede. Super. Ja, eine Zusammenfassung von dem Interview findet ihr auch auf vitamin-erfolg.com. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag und viel Erfolg bei der Persönlichkeit.